Ja, Chris Henschenmeier, Coach, Diplompsychologe und so weiter. Wir reden hier über das Thema Beziehungen und vieles drumherum. 5D und solche neue Beziehungen. Ja, bevor wir loslegen, es gibt das große Liebeschip-Gewinnspiel. Bis Ende Juni schickt uns ein ungefähr einminütiges Video, was ihr also für coole Sachen erlebt habt mit den Kursen, mit meinen Videos. Nice, geiles Leben, whatever. Wir wollen da so ein 25.000 Abonnenten-Video zusammenschneiden von, wenn ihr da nicht auftauchen wollt, hat auch mir jemand schon was geschickt heute mit irgendwelchen Stofftieren, hat er was nachgespielt und ja, seid kreativ. Es gibt das größte Liebespaket zu gewinnen, ich glaube für einen Wert von 450 Euro oder so. Und das etwas kleiner für 299 Euro, ein Doppelticket für die Party und drei Bücher. Ja, also schickt es einfach ans Support Liebeschip. So, jetzt kommen wir aber mal zur Mail. Hallo Christian, ich hoffe, du genießt das schöne Wetter. Eckdaten zu meiner Person. Universum, Milchstraße, Erde, weiblich. Anfang 30, Kind eines Narzissten mit Alkoholproblem, einer co-abhängigen Mutter. Ja, hört sich nach einer lustigen Kindheit an. Beruflich mit beiden Beinen im Leben und seit anderthalb Jahren endlich in einer gesunden Beziehung. Erstmal danke für deine Videos, die haben mir in der letzten Zeit sehr geholfen, in den letzten Jahren sehr geholfen. Dank deiner Hilfe habe ich mein Muster erkennen können. Mein Hauptkurs ist ja immer noch Umprogrammierung des Liebeschips. Für diejenigen, die vielleicht neu mit meiner Arbeit sind, Modul 1 auf Liebeschip. Sollte man mal gemacht haben. Genau. Lange Zeit war ich nicht bereit, eine feste Beziehung einzugehen und hatte viele verschiedene Männer. Mit Sex habe ich damals versucht, künstlich Nähe zu fremden Menschen zu erzeugen. Ja, das zeigt für mich, dass du da auf jeden Fall sehr bewusst bist. Das ist ja schon ein Riesenschritt, das zu erkennen. Ich war richtig tief im Dating-Sumpf und habe mich irgendwann wie Barney Stinson, How I Met Your Mother, gefühlt. Kenne ich leider nicht, die Serie. Und so weiter. In meinem Dating-Leben ist Ruhe eingekehrt, als ich meinen Freund im Alter kennengelernt habe. Erstmal hat er von mir einen Korb bekommen. Später habe ich erkannt, dass ich ihn nur abgelehnt habe, da er nicht in mein Muster passte. Und siehe da, einmal das Muster verlassen und wir führen eine glückliche, harmonische Beziehung mit gegenseitigem Verständnis und Rückenwind des anderen. Herzlichen Glückwunsch! So, jetzt kommt das Problem. Also, das, ja, egal. Lesen wir mal weiter. Muster erkennen ist der erste Schritt nun zu meinem Problem. Da es mit meinem Freund langsam ernster wird, ja, nach anderthalb Jahren sollte es das ja auch, und wir schon zusammen leben, fange ich mich an, selbst zu sabotieren. Obwohl mein Leben und unsere Beziehung gut ist, meldet sich wieder meine alte Programmierung. Mir fehlt die Aufmerksamkeit von dem anderen Geschlecht und ich träume, also beim Schlafen in letzter Zeit davon, dass ich auf Männerjagd bin. Das Ganze ist für mich echt frustrierend, da ich mit meinem Partner und unserer Beziehung glücklich bin. Warum kann man seine Programmierung nicht ausschalten? Da führe ich endlich eine gute Beziehung, aber anscheinend bin ich auf Drama programmiert. Mir liegt viel an meinem Partner und ich wünsche mir, dass es hält. Die meisten meiner Videos drehen sich darum, wie man eine glückliche Beziehung kommt, aber es ist nicht wie in den Filmen, wo der Film beim Zusammenkommen endet. Ja, das echte Beziehungen sind leider schwieriger. Kannst du mir einen Rat geben, wie man in einer glücklichen Beziehung bleibt? Ja, also das ist eine super Frage, weil tatsächlich, also viele meinen ja immer, sie wollten gerne in eine glückliche Beziehung kommen und dann, ja, wenn man das dann geschafft hat, was ein Riesenfortschritt ist, ehrlich gesagt, merkt man dann, oh, ich bin ja auf, ich habe ja noch hier mein Suchtgehirn da, was irgendwie auf Kick programmiert ist oder war. Und ja, und dieser Kick fehlt einem natürlich jetzt, und das ist ja das Problem an ruhigen, glücklichen Beziehungen, dass sie nicht diesen Dopamin-Kick liefern, so, liefern natürlich viele andere schöne Sachen, aber das halt nicht. Und da kann man jetzt auch mal so schön sehen, dass man wirklich überlegen sollte, immer, was man sich wünscht, so, ne? Das Thema ist auch in dem Manifestationskurs drin, den werde ich mal nochmal einmal hier drunter verlinken, eigentlich gibt es den gerade nicht mehr. Da gibt es auch so ein Modul, was hast du dir bisher gewünscht, ne? Weil man meint immer, man wolle das eine und insgeheim wünscht man sich vielleicht das andere. Also
Ich würde mir nochmal vielleicht alte Tagebücher vorholen und oder mit Freunden sprechen, die wissen, was da war in deinem Leben. Und die werden dir wahrscheinlich sagen, ja, meine liebe Kasnetschkula, das war alles viel schlimmer, als du das jetzt gerade erinnerst. Du warst irgendwie auf deinen Knien, dir ging schlecht, das war furchtbar. Und weil, wenn man dann so dran denkt, an die Drogenvergangenheit, nenne ich das jetzt mal, die Liebessucht-Drogenvergangenheit, neigt man gerne dazu, das ein bisschen zu glorifizieren, die wenigen schönen Momente. Und ja, das würde ich mal machen. Und aber am Ende des Tages, das will ich auch ganz klar sagen, also ihr kreiert euer Leben, du auch. Und wenn du jetzt, ich meine, ich will dich da jetzt nicht antriggern oder so, aber du wirst jetzt zu der Erkenntnis kommen, dass du eben weiter Männer jagen willst, dann mach das, ne? Ist dein Leben und ich glaube nicht, dass du damit glücklich wirst. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein Erinnerungsfehler, den du da jetzt hast, so ein bisschen, den aber, glaube ich, ganz viele haben. Und ja, dann träumt man halt nochmal von seiner Droge, ne? Also ich würde da, glaube ich, an deiner Stelle das weitermachen und sich den Ängsten vor einer echten intimen Beziehung zu stellen, die wahrscheinlich bei dir jetzt auftauchen. Aber ich will da jetzt nicht pipsicher sein als der Papst und auch mal die Möglichkeit aufzeigen, ja, wenn du sagst, hey, ich will ein Leben in crazy Abenteuer und Achterbahn und rumheulen und Versöhnungsex und betrügen, betrogen werden und wenn du das willst, go for it. Ist dein Leben, ne? Ist dein Leben, du manifestierst dir das und du entscheidest, wie du die Zeit hier verbringen willst. Ne? Also es ist ein Abenteuerplanet hier. Du kannst hier machen, was du willst. Es ist völlig frei. Ne? Und sollten wir auch nicht werten. Ist nur also die einzige Frage ist, was möchte deine Seele? Das ist so, wo möchte deine Seele gern hin? So, aber und den Ruf deiner Seele kannst nur du hören. Ne? Das wird dir niemand sagen können. So. Ja, in diesem Sinne, wir werden es bald wieder sehen.